willkommen zu einem neuen Muttermal-Update. Davon gab es ja schon zwei Videos, also zum Thema Muttermale von mir. Und die kommen immer sehr gut an und ich kriege unfassbar viele Fragen dazu. Und deswegen dachte ich mir, lasse ich euch teilhaben an meiner nächsten Reise. Ihr seht es schon. Und wer mich auf Instagram oder auf Snapchat verfolgt, ich blende euch hier mal ein, wie ich da heiße, der weiß eh schon Bescheid, dass ich letzte Woche eine Mini-OP hier hinter mich bringen musste. Ich dachte mir, ich erzähle euch einfach, wie es ist. Und heute ist nämlich der letzte Tag, wo ich die Fäden noch drin habe. Ich werde dieses Pflaster später auch abnehmen. Also wer sich dann vielleicht vor einer Naht ekelt, der sollte dann wegschalten, aber ich gebe euch noch Bescheid. Und morgen werden mir die Fäden gezogen und da zeige ich euch dann natürlich, wie es ganz frisch danach aussieht. Und ja, seid gespannt, bleibt dran, wenn es euch interessiert. Also die Vorgeschichte ist, wie manche auch schon mitbekommen haben, dass dieser Muttermal entfernt werden musste, weil er jetzt nicht schon ganz schlimm war. Ich bin kein Hautarzt, ich kenne mich damit nicht aus. Aber er hatte so ein paar Anzeichen, dass er irgendwann mal vielleicht was Böses entwickeln könnte. Mein Arzt hat gesagt, lassen wir den einfach entfernen. Also er entfernt ihn und ja, das hat er getan. Das alles war jetzt heute vor 6 Tagen. Also wenn ihr dieses Video seht, ist es natürlich schon etwas länger her. Und die Fäden bleiben 7 Tage drin. Deswegen jetzt dieses Update von mir, damit ihr mal den Vorher- und den Nachher-Vergleich sehen könnt. Dann erzähle ich euch kurz, wie es abgelaufen ist. Ich hatte einen Termin ausgemacht und war wirklich, wirklich sehr nervös, weil ich wusste, was auf mich zukommt. Leute, die auch mein erstes Video geguckt haben, was ich euch natürlich in der Infobox verlinke, die wissen, dass ich mir am Rücken schon mal habe eins rausschneiden lassen müssen und dass ich danach super viele Schmerzen hatte, mit Ibuprofen mich nur über den Tag retten konnte. Und es hat so weh getan die Tage danach und ich hatte auch so Schiss. Und bei mir ist es so, ich habe mir hier und hier schon mal Muttermale weglasern lassen, jetzt nicht schneiden. Und die Betäubungen, besonders am Kopf, oh, also sonst Muttermale entfernen lassen mit Betäubung ist überhaupt kein Problem. Ich habe keine Angst, das ist total easy. Aber am Kopf, das fühlt sich so, so eklig an. Also mein Kopf ist immer bis hier hinten ungelogen betäubt und es hat in dem Fall jetzt auch bis vorgestern, glaube ich, gedauert, also 3-4 Tage, bis ich die Stelle hier wieder spüren konnte. Es war die ganze Zeit so ein dumpfes Gefühl, weil mein Kopf war wirklich wieder bis hier hinten, also diese ganze Reihe hier war betäubt. Okay, aber nach der Reihe. Ich bin dann da hingegangen, mein Freund ist mitgekommen, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich danach noch Auto fahren möchte oder kann. Ich weiß nicht, wie es mir danach geht. Kreislauf, man ist aufgeregt, bla 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 bla. Und dann ist er netterweise mitgekommen. Ich weiß, dass es alles nicht lange dauert. Das war kein großer Muttermal, aber es ist halt am Kopf. Deswegen war ich auch dieses Mal total aufgeregt, obwohl ich schon 1000 Mal bei diesem Hautarzt war und weiß, dass er wirklich, wirklich gute Arbeit leistet. Prozedere ist, dass ich ein Tuch, ein steriles Tuch, da was Grünes, über den Kopf, über mein Gesicht bekommen habe, wo dann halt nur die Stelle hier frei ist. Davor hat er aber diese Stelle hier noch schön rasiert, wo ich mir denke, toll, mein Haaransatz ist eh schon kacke. Jetzt ist er noch blöder und ich freue mich schon drauf, wenn diese ganzen Fusel hier dann nachwachsen. Aber gut, man kann sich, also es gibt Schlimmeres. Ja, und dann hat er diese Stelle hier wegrasiert, großzügig, hat mir dann dieses sterile Tuch drüber gemacht und hat dann auch schon zum Spritzen angefangen. Die Spritzen sind jetzt nicht so schlimm, man da sagt so, nee, aua, aber es ist jetzt kein Weltuntergang. Es ist halt unangenehm, weil es halt am Kopf ist. Er hat mich dann rundum betäubt, hat dann kurz angefangen, um zu gucken, ob ich noch was spüre. Und ich so, ja, ich spüre noch was. Es hat jetzt nicht total wehgetan, aber ich habe gespürt, dass er geschnitten hat. Und ich so, bitte nachspritzen. Und dann hat er mir nochmal so viel reingespritzt. Und Leute, ich sag's euch, das ist so ein ätzendes Gefühl, wenn ihr hier so viel Betäubungsmittel reinbekommt. Wie gesagt, am Rücken, an den Armen, an den Beinen, es ist sowas von anders, als wenn man das hier bekommt. Und das ist eigentlich das, was ich so am ätzendsten, am unangenehmsten an dieser ganzen Prozedur empfinde. Naja, er hat mir dann super viel reingespritzt, hat auch gesagt, ich habe noch eine kleine Beule von dem ganzen Betäubungsmittel. Ich habe das jetzt nicht gesehen, ist anscheinend schnell dann wieder zurückgegangen. Und ja, dann lag ich da. Ich denke, das hat alles so 10-15 Minuten gedauert, länger nicht.
Mein Freund wollte zusehen, der saß dann in der Ecke, der Arzt meinte, nee, bleib mal in der Ecke sitzen, weil es könnte wohl etwas eklig werden. Und ja, ich habe halt gemerkt, dass er da rumhantiert, aber dass er jetzt, was er jetzt genau gemacht hat, das, also ich habe nichts sonst gespürt. Wer von euch schon mal eine Narkose hatte, eine örtliche Betäubung, der weiß, wovon ich spreche. Ja, irgendwann, nach einer kurzen Zeit, hat er dann zum Nähen angefangen. Irgendwie hat das Nähen, glaube ich, auch wieder viel länger gedauert, als das tatsächliche Rausschneiden. Wie gesagt, der Muttermal war jetzt nicht so groß. Und ja, ich habe danach gefragt, er hat gesagt, er macht 3 Unternähte mit Fäden, die sich selbst auflösen, und 3 Obernähte. Hatten? Nähte? 3 Stiche. Ihr wisst schon. Der Arzt hat sich dann verabschiedet, nachdem er genäht hat. Dann war alles in Ordnung. Dann hat die Arzthelferin mit der Azubine erstmal angefangen, meine Haare wieder sauber zu machen, weil anscheinend hat es so saumäßig geblutet, dass ich hier komplett alles voller Blut hatte. Und die haben das dann erstmal sauber geputzt, sauber geputzt, sauber geputzt. Haben dann ein wasserfestes Pflaster drauf gemacht und haben mir noch welche mitgegeben. Und dann konnte ich eigentlich schon wieder gehen. Ich bin dann langsam aufgestanden, mein Freund hat gemeint, oh, du siehst aber blass aus. Und ich hasse es, wenn man mir sowas sagt, weil dann kriege ich immer gleich Angst, so, oh Gott, ich sehe blass aus, was ist los mit mir? Ich fühle mich eigentlich gar nicht so schlecht, aber dann, wisst ihr? Aber es war dann schon okay, er hat gemeint, ich sah sehr blass aus, ich hatte knallrote Bäckchen, warum auch immer. Und es war aber dann in Ordnung. Wir sind dann ins Auto gestiegen und sind nach Hause gefahren und eigentlich war es das dann auch schon. Ich glaube, innerhalb von einer halben, dreiviertel Stunde war ich auch schon wieder aus dieser Praxis draußen. Der Arzt hat mir gesagt, ich sollte mir ungefähr 3 Tage lang bitte dann nicht die Haare waschen, weil das hier am Ansatz ist. Und ich nur so, 3 Tage ist ein bisschen lang. Dann meinte er, okay, dann 2. Ich war am Donnerstag bei dem Arzt. Ich habe mir dann am Sonntag in der Früh die Haare gewaschen. Dazwischen hatte ich halt viel Trockenshampoo in den Haaren und habe mir halt Frisuren gemacht mit Flechten und so weiter, damit man das jetzt nicht so sieht. Aber meine Haare waren irgendwie nicht so fettig wie sonst immer. Also die wussten schon, okay, wir werden jetzt erstmal nicht gewaschen, wir fetten jetzt mal nicht so viel nach. Ja, beim Duschen verwende ich ein wasserfestes Pflaster. Das hier ist jetzt kein wasserfestes Pflaster. Das trage ich, um ehrlich zu sein, auch nur, wenn ich rausgehe, einkaufen oder sowas, damit die Leute nicht die Naht sehen müssen, weil nicht jeder möchte sowas sehen. Sonst zu Hause oder jetzt auch letzte Nacht traue ich mich sogar schon komplett ohne Pflaster zu schlafen oder rumzugehen. Also ich habe gesehen, es ist gut verheilt, die Kruste bildet sich schon langsam, die Naht ist zu und deswegen sehe ich kein Problem darin, dass morgen die Fäden gezogen werden. Ich war auch sehr verwundert, ich hatte dieses Mal eigentlich überhaupt keine Schmerzen. Ich habe keine einzige Ibuprofen genommen. Ich hatte teilweise ein bisschen Wundschmerz, dass ich gedacht habe, aua, wisst ihr, wie wenn man sich was aufgeschnitten hat, sich irgendwo was aufgeschnitten hat, eine Wunde hat oder so. So hat es sich dann angefühlt. Aber wie gesagt, ich bin ohne Schmerztabletten ausgekommen. Es war echt super dieses Mal. Ja, wie gesagt, nach 7 Tagen werden die Fäden gezogen. Das heißt, ich werde morgen zum Hautarzt gehen. Ich zeige euch jetzt noch in Nahaufnahme, wie meine Wunde aussieht. Einfach für die Leute, die es interessiert, die wissen wollen, was auf sie zukommt. Es sieht jetzt nicht sonderlich eklig aus. Erschreckt euch nicht, die Stelle ist lila. Nein, ich habe mich nicht angehauen oder sowas. Es ist einfach so, dass dieses Desinfektionszeug, was dann am Ende noch oben drauf kommt, dass das einfach lila Farben ist. Und deswegen ist die Wunde jetzt lila. Die Fäden sind schwarz. Und es ist jetzt nicht super blutig oder sowas. Also wenn ihr Narben oder genähte Sachen nicht sehen könnt, dann schaltet jetzt weg. Und wenn ihr es sehen wollt, dann bleibt einfach dran. Dann kommt jetzt das Pflaster ab. So sieht es jetzt schon von Weitem aus. Also wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du weiter vorspulen sollst oder nicht, dann hast du jetzt die Möglichkeit. Von Weitem sieht es ja immer nicht so schlimm aus. Aber hier ist die Narbe. Ich habe da nicht sauber gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist außenrum den Kleber weg. Und hier außenrum, wenn ich drauf rumtippe, da fühlt es sich noch so an, als hätte ich einen blauen Fleck, als hätte ich mich irgendwo angehauen, weil es halt noch empfindlich ist. Genauso wie hier, also nur um die Stellen außenrum. Inzwischen ist alles wieder normal, also nicht mehr taub oder dass es sich dumpf anfühlt. Da hatte ich ein bisschen Sorge, aber das war nach 3 Tagen weg. Ich habe wohl ganz schön viel Betäubungsmittel reingespritzt bekommen. Und ja. Jetzt nehme ich euch mal ein bisschen näher mit dran. So, ich nehme euch jetzt nicht zu nah dran. Ich denke, das hier reicht. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen schräg hingesetzt, damit ihr es sehen könnt. Also das hier ist die Narbe. Wie gesagt, es sind schwarze Fäden drin, das Desinfektionszeug und so weiter. Die Narbe ist jetzt nicht riesengroß. Ich bin total gespannt, wie es morgen aussehen wird, nachdem er die Fäden gezogen hat. Da wird dann alles noch ein bisschen sauber gemacht.
Und dann werde ich es euch auf jeden Fall auch in der Nahaufnahme zeigen. Wenn ich jetzt gerade sitze, hier ist die Stelle. Hier war mal ein anderer Muttermal. Und ja, so schön sieht es nicht aus, oder? So, und ich würde sagen, somit ist der heutige Teil erledigt. Der nächste Tag wird dann sein, wie ich die Fäden rausbekomme und wie es danach aussieht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.